Hallo, liebe Bierfans, herzlich willkommen zu Teil 4 dieser kleinen Reihe, bei der ihr mich begleiten könnt, wie ich die Online-Ausbildung zum Biersommelier absolviere. Den Modultest Nummer 2 konnte ich erfolgreich abschließen. Falls ihr die vorherigen Videos nicht gesehen habt, dann klickt euch doch mal durch. Wir steigen jetzt ein in Modul Nummer 3. Bin schon gespannt, was da alles auf uns wartet. Modul Nummer 3. Grundlagen der Sensorik. So, jetzt gehen wir natürlich langsam ans Eingemachte. Das ist natürlich eine spannende Geschichte, die, fast so die Basis vielleicht darstellt des Biersommelier-Tums. Wir müssen uns natürlich auskennen mit Aromatik, mit der Sensorik beim Bier. Wir müssen wissen, was unterscheidet das eine vom anderen Bier. Wir haben hier wieder zwei Videos, die uns entsprechende Bereiche nochmal vertiefen. Kennt ihr ja schon, ganz schön. Und hier drüben finden wir wieder unsere Ressourcen. Und ich fange mal an mit der Sensorik, denn das ist natürlich ein großer Bereich. Also hier erfahren wir wirklich alles, was wichtig und notwendig ist, die richtige Sensorik auszubilden und zu schulen. Ihr seht also hier, die Sinnesorgane spielen natürlich eine ganz große Rolle. Da geht's tatsächlich so ein bisschen in die Biologie auch rein. Dann geht es ums Thema Bierdegustation. Und es geht um das Aussehen, den Duft der Biere, den Geschmack der Biere. Und alles das ist natürlich wichtig, wenn wir Biere testen und bewerten und beschreiben sollen. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich persönlich auch super, super spannend finde, Bierfehler. Ja, also was gehört denn nicht rein? Welche Dinge sind ganz klar als Bierfehler zu sehen? Und damit man das auch schulen kann, gibt es hier diese Aromastifte, die wieder als besonderer Bierkulturmoment zu sehen sind. Und die laden auch der Starterbox bei. Und diese Aromastifte, die haben also konzentriert bestimmte Fehlaromen einfach. Zum Beispiel in dem Fall hier Dimethylsulfid, DMS, oder Diacetyl, ja, diese typische buttrige Note, die man auch hier und da mal findet. Dann weiß man, was das ist und wie sich das nennt. Puh, das ist ein geiles Modul, wie ich finde. Das klingt jetzt schon nach total viel interessanten Informationen. Und da man natürlich viel üben muss und deshalb auch viele Biere verkosten muss, um sich da ein bisschen zu schulen, ja, um die Wahrnehmung da einfach wirklich zu trainieren auch, und man sich sicher dann sicherlich auch nicht alle Biere merken kann, gibt es die Möglichkeit, hier eine Bierkartei auszufüllen. Da kann man also dann immer entsprechend die Sachen dann dazu schreiben. So hat man dann für sich eine tolle Möglichkeit, ja, so eine kleine Datenbank zu machen. Tolles Modul, umfassendes Modul, einiges geboten. Ich werde mich da jetzt mal durchwühlen und durcharbeiten und werde dann hoffentlich den Test zum Modul Nummer 3 bestehen. Und wir sehen uns dann beim Modul Nummer 4 wieder. Okay, in diesem Sinne, bleibt mir gewogen, begleitet mich weiterhin. Schön, dass ihr mit dabei seid. Tschüss!